ihr Lieben, heute fahre ich mit euch und dem Kamerateam nach Hamburg und da wollte ich euch mal zeigen, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Und meine Lieblingsorte vielleicht noch. Kommt mal mit. Kamerateam wartet schon. So. 1, 2, 3, ja, dritter Stock. Ich habe da mit meiner Mama und meinem Papa gewohnt. Allerdings haben meine Eltern sich ja früh getrennt. Und dann sind meine Mama und ich da geblieben, bis ich 14,5 Jahre alt wurde. Und dann sind wir umgezogen. Hier wird halt gedealt. Gesoffen, Obdachlose sind viele hier. Gibt nette, gibt nicht so nette. Ja. Ich bin kein Typ, der sagt, irgendwie, so ist am schönsten. Es ging einfach bei mir nicht anders. Ne? Meine Mama war halt alleinerziehend und halt hier gewohnt, war wahrscheinlich günstig und Schule ist um die Ecke. Es ist dann so. Und ich habe es für meine Kinder jetzt so. Ich würde ihnen natürlich ein paar Erfahrungen ersparen. Also die würde ich dir nicht wünschen, aber die werden wahrscheinlich andere Erfahrungen machen, die vielleicht auf dem Dorf auch nicht so schön sind oder optimal. Das ist das Leben. Es ist so, wie es ist und ich bin der Mensch, so wie ich bin und das gehört zu meiner Geschichte. Und ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn das nicht so gewesen wäre oder wenn ich diese Kindheit nicht gehabt hätte. Jetzt gehen wir Richtung Reeperbahn, also auch Kiez genannt hier. ja, da sind wir schon. Da geht's los, da ist auch die S-Bahn-Station Reeperbahn. Also damals war es ja so, dass die Seemänner, die hier sozusagen Pause gemacht haben, sage ich jetzt mal, sich dann hier vergnügt haben. Genau, und daher ist dann halt die Prostitution hier so entstanden und auch so groß gewesen. Aber dem ist nicht mehr so. Und deswegen haben viele Leute, die, glaube ich, Hamburg nicht kennen oder den Kiez nicht kennen, immer noch das falsche Bild. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe auf dem Kiez gearbeitet, habe ich nicht als Prostituierte gearbeitet, sondern ich habe zum Beispiel im Club gearbeitet, an der Bar, als Barkeeperin. Für mich ist der Kiez einfach ein Teil von mir. Ich kann nicht sagen, dass ich nur gefeiert habe oder nur gearbeitet habe. Mir wurde mein Fahrrad geklaut. Ich habe mal den ganzen Kiez mit meiner Mutter nach meinem Fahrrad abgesucht. Da gibt es auch Spielplätze. Ich habe da mein Kratzeis gekauft. Ich bin einfach darüber gelaufen, um zum Dom zu kommen oder zum Plant und Blumen. Das ist für mich auch manchmal nur eine Straße gewesen. Mich stört die Lautstärke irgendwie gar nicht. Ich glaube, da muss ich noch mal 10 Jahre auf dem Dorf wohnen. Mich stört das überhaupt nicht. Ja, also hier habe ich gearbeitet, selbst gefeiert und habe es nie weit nach Hause gehabt. Also habt ihr gesehen, das sind jetzt betrunken, würde ich sagen, 5 Minuten. Nicht betrunken, vielleicht 3 Minuten. Na gut, es sei denn, kommt auf den Härtegrad der Betrunkenheit an, aber es ist echt ein Katzensprung. Genau, das ist hier die große Freiheit. Ja, die große Freiheit kennt, glaube ich, jeder schon aus dem Fernsehen, aus verschiedenen Gründen. Ja, hier links gibt es auch einen Stripclub. Ansonsten ist es eigentlich fast reine Partymeile. Ich war definitiv ein Feierbeast, wenn man das so nennen möchte. Ja, ich habe gerne gefeiert. Ich habe es auch gerne kombiniert mit Arbeiten. Also als ich an der Bar war, habe ich gearbeitet, aber konnte trotzdem irgendwie feiern. Ich habe halt mitgesungen, auch mal getanzt und man durfte auch mal ein mittrinken. Man durfte es halt nie übertreiben. Aber das war schon ein sehr, sehr schöner Lebensabschnitt. Aber irgendwann ist auch mal ein schöner Lebensabschnitt mal zu Ende. Also man darf auch nicht vergessen, ich bin jetzt 38. Ich glaube, ich war schon in jedem Club drin. Ich glaube, selbst hier war ich einmal, aber ich glaube nur einmal. Gibt zumindest Fotos davon. Und da ist meine heißgeliebte Thai-Oase. Das ist eine Karaoke-Bar.
und ja, ich liebe es einfach zu singen. Und ja, fand es immer schön. Viele Engländer auch immer dabei. Die haben immer ordentlich mitgegrüllt, egal wie du gesungen hast oder was du gesungen hast. Ja, ist schon ein Stück Hamburger Kiez auf jeden Fall. Also jetzt fahren wir zu meiner Schule und zu meinem Kindergarten. Genau, jetzt hier hinter kommt dann die Schule, hinter dem Zaun. Oder auch nicht. Nee, das ist alles weg. Das ist alles weg. Ja, die Schule ist weg. Irgendwie ist die Schule weg. Das ist auch nicht. Aber da ist der Kindergarten. Krass. Ja, aber anscheinend ist das bis auf den Kindergarten alles weg. Wahnsinn. Jetzt fahren wir auf die Pamaille. Das ist eine sehr, sehr lange Straße hier. Und hier habe ich Zeitung ausgetragen mit meiner Freundin. Ja, hier habe ich meine ersten offiziellen Marks verdient. Sagt man Marks? Ich weiß gar nicht. Meine ersten D-Marks. Und als IKEA rauskam, mussten wir auch die ganze Pamaille mit IKEA-Katalogen versorgen. Und das waren zwei riesenvolle Wagen. Und ich weiß bis heute nicht, wie wir das zu zweit geschafft haben. Das war richtig, richtig, richtig harte Arbeit. Jetzt fahren wir zum Hamburger Dom. Und das ist keine Kirche. Es ist eine Art Kirmes, glaube ich, sagt man sonst. Und der findet viermal im Jahr statt. Und da fahren wir jetzt hin. Der öffnet allerdings erst in 3 Stunden. Deswegen haben wir da jetzt schön viel Platz. Da habe ich gearbeitet und auch als Kind bin ich da viel gefahren. Letztens war ich da auch schon. Nächste Woche, Mittwoch, möchte auch ganz gerne mit meinen Kindern hin. Ja, das gehört dazu. Das muss ich meinen Kindern mitgeben, den Hamburger Dom. Ich sehe auch schon meinen Stand. Hier habe ich Kunden glücklich gemacht mit Erfrischungsgetränken oder halt ja, Bier ausgeschenkt natürlich. Ne? Glaube ich, unschwer zu erkennen mit dem Riesenfass hier. Aber hier sind mir auch schon Sachen passiert. Ich habe viel mehr genommen als angeschlagen, hat die überhaupt nicht gekümmert. Dann wurde auf einmal der Preis dann doch geändert, weil es gekauft wurde. Ich habe Alkohol schon in einem gewissen Kurzen vergessen. Haben die Leute gar nicht gemerkt. Also, ja. Schöne Gespräche geführt habe ich hier. Lustige Gespräche. Tolle Leute kennengelernt. Tipps bekommen. Ja. Aber Hamburg ist tatsächlich noch so. Tja, meine Heimat. Weil ich mich einfach noch wohlfühle hier. Aber ich glaube, wenn ich noch ein paar Jahre auf dem Dorf bin, dann habe ich auch meine neue Heimat. Aber. Ich bin halt Hamburgerin, das wird nie aufhören. Meine Bar auf dem Dom. So ihr Lieben, heute habe ich euch meine Heimatstadt Hamburg etwas zeigen können, wo ich zumindest aufgewachsen bin und wo ich gearbeitet habe. Hinter mir seht ihr den Hamburger Dom und mich würde mal interessieren, was ihr in Hamburg liebt oder was euch besonders gefallen hat. Und falls euch Hamburg überhaupt nicht gefällt, dann schreibt mir doch einfach nochmal in den Kommentaren, welche Stadt euch denn gefällt.